Was geht ab, Leute? Willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. Gut, ich bin schon mal in Thieves Landing hin teleportiert. Die müssen wir eigentlich ja untersuchen. Ich habe aber keine Ahnung, wo die Truhe hier sein könnte. Vielleicht da drinnen, irgendwo da versteckt. Deswegen werde ich die erst später suchen. Wir gehen mal kurz mal in den Laden rein, bevor wir zu Irish gehen. Vielleicht hat er was Neues. Nee. Okay, Kautabak könnte ich machen. Weißt du was? Wir haben so viel Kohle. Ich mache mal auf Maximum. Mal gucken, was passiert. Maximum, okay. Haben wir noch irgendwas? Pferde. Das wäre natürlich nice. Der ist sogar wirklich teuer. Anscheinend habe ich nur den Rabatt in Armadillo oder was? Okay. So, hier ist auch nicht so teuer zu verkaufen wie in McFarland Ranch oder Armadillo. Die wird man wirklich ausgeraubt, Junge. Der Name passt auf jeden Fall. Hier sollte man nichts verkaufen. Schmutz. Gut, auf zu Irish. Mal gucken, was hier los ist. Ah, warte, wir können hier noch Dings kaufen, ne? Beim Schneider. Das letzte Kleidungsstück. Das können wir machen. Ich hoffe, das ist offen. Sieht danach aus. Sehr gut. Da wird jemand entführt. So. Reicht hier. Erst wollte ich eigentlich in den Fuß schießen. Erstmal tragen und dann wieder hinlegen, oder was? Weil ich kann sie nicht losschneiden. Okay, warte, hinlegen. Und jetzt losschneiden. Ja, genau. Die war ein bisschen verbuggt. Die hat mehr Dollar gegeben als West Dickens, GG. So, jetzt aber. Rom plus 5, das sind immer die kleinen Taten. So, mein Freund. Genau das hier. So, den Rest haben wir ja. Der bietet schon mehr für den Fuchsfell, aber immer noch nicht so teuer wie bei den anderen Orten. So, dann einmal hoch, da waren wir noch gar nicht. Da ist ja der Arzt. Mal gucken, was er zu bieten hat. Medizin. Ja, warum nicht? Scheiß drauf. Machen wir alles voll. Genau. Dann runter. Jawohl. Und der Büchsenmacher. Mal gucken, was hat er? Springfield-Gewehr, 300. Büffeltöter? Ne, ich spare auf den hier. Ich wette, er wird sehr teuer sein, der Büffeltöter oder so. Plus, bis jetzt haben wir jedes Gewehr gefunden. Ich glaube, das finden wir auch irgendwo. Meistens in den Verstecken, also eines der beiden. Ne, es gibt ja nur eins, ne? Vielleicht finden wir das da drüben oder ein anderes Gewehr. Deswegen dafür brauche ich noch nicht. Ich nutze die Kohle lieber fürs Glücksspiel. Können wir das verdoppeln? Für den einen Erfolg vielleicht. So, Irish ist hier links. Mehr gibt's nicht. Okay. Dann gehen wir hier hin. Nonnen? Up, sister. Put them up. Irish, what are you doing? Who the hell are you? Give me that. I'm your old friend Amnesia. Oh, Junge, das hat gut gesessen. If you ever pretend to forget my name or your debt to me again, I'll make sure you reach heaven before these two ladies. Er hat sich erinnert. How are you? Ashamed. Ashamed to know you. The hell's wrong with you, robbing these gentlewomen and ladies of the Lord? I thought they was doxies. Alles klar. Ladies, I'm sorry about this man. He's unfortunately lost his mind to the demon drink. At least I hope he has, and he wasn't this stupid all along. So, please excuse us. Nochmal nachtreten. Now, Irish, a Gatling gun doesn't work. I find that rather upsetting, don't you? Oh, heartbreaking. Which is why I was just coming to see you when the drink got the better of me. Mein Gott, du Schnapsfossel, Alter. Come on. I know where we can find the parts for you.
Motherfucking Mary. How about a drink or two, mister? You don't know my wife, miss. Cooler Kommentar. What you looking at? What you looking at? I can't stand to see a man walk around with such a dry picture. Can I help? Wie geil. Komm, fall um. Mach ihn. Alter, strengt sich so doll an. Come on, come on. Und? Boah, Junge, hat sich noch gerettet. Respekt. That fresh air's got me head spinning like a top. Can't be good for a fella. Shut up, you lazy drunk. Before I stop your head spinning with a bullet. I resent that, Johnny. I've been working like a beaver on your behalf. You've been working like a weasel on my behalf. Bushwhacking defenseless ladies of the cloth? You must have been raised on sour milk, Irish. What are you talking about? I'm a good Catholic boy. You're a booze-blind coward. And you're a hypocrite, Marston. You've robbed just as many innocent folks as me. I tried to only rob those who had more than they deserved. Christ, the church has more money than anybody. Zu der Zeit und allgemein, ja, das stimmt. Naja. I'm telling you, Johnny boy, it's all set up. We're meeting this pal of mine at the back door of the office. Hobble-tongued feller by the name of Shaky. And he's got the ammunition we need. Jesus, stop fretting, will you? I knows about guns front, back, and sideways. You're gonna be real familiar with mine if things keep on this way. Ja, ohne Scheiß. Junge, die ganze Gruppe, die Wes Dickens kennt, ist genauso eine verschlagene Truppe wie er. Wenn nicht sogar schlimmer. Der labert nur, aber kann nichts tun. Und der Typ hier, Alter. Und der andere sowieso, der Leichenschänder. Junge. Was ist hier los? Well, I'll be buggered. This door was supposed to be unlocked. Come on, let's see if we can get in around the back. I'm beginning to lose my patience. Ganz genau. Die Geduld wird weniger und irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir brechen wahrscheinlich ein. I'm starting to think you're soft on me, Johnny boy. Can't even sneeze these days without you being there to catch the drips. This is your last chance, you good for nothing shyster. You've already wasted too much of my time. Keep your eyes open. Shaky's all right, but I don't trust the gang of fools he runs with. Tja, das heißt, oder er ist schon tot, oder die wurden beschissen. Sounds like Shaky's only gone and got himself found out. Yep. All right. Now all we have to do is find out who you work with. Shaky, you wretched fucking son of a whore. Suck my again! Oh! Labor relations don't sound like they're exactly at an all-time high. You sneak in and get poor Shaky loose. I'll go get the wagon. Good luck, man. Schleichen. He's a good man, that Shaky. Wir haben keinen Schalldämpfer. I'll be waiting out by the front gate with the wagon. Good luck. Klettere die Leiter hoch, okay. So. Geduckt gehen. Das ist Shaky. Ja, kommt noch. Ganz ruhig. Boah, ist knapp. Jetzt die Frage, muss ich den töten da unten zuerst, oder? Oh, oh. Oh, fuck.
Das wollte ich eigentlich leise machen. Ich wollte eigentlich versuchen, den mit dem Messer zu killen, aber sogar dann, hier drin sind drei Stück. Nein. Der hat ja gesagt, ein Sprachfehler, aber... In Englisch hört sich das ja anders an, habe ich noch nie so gehört. The fuck? Let's get out of here. Geil. Warte, hier. Ich hoffe, das ist die Kiste. Come on. Keine Ahnung. Okay, scheiß drauf. Jawohl. Oh, fuck. Oh, das sollte nicht so sein, oder? Upsi. Come on, noch einer. Komm. I got you covered. Ich will doch eigentlich da hoch. Du wirst mich nicht ohne Loot rausgehen. Oder werde ich hier nicht rausgehen? Ja, yeah, jetzt komme ich. Der eine kann ruhig da bleiben. Tür öffnen. Come on. Sehr gut. Ich sehe noch eine Kiste. Das wäre mein Fehler gewesen, warte. Schnell rumrennen. Rumrennen. Irgendeine Kiste. Kann ich auch hier öffnen? Nee, nur die eine Tür. So, warte. Kurz noch ballern, damit er nicht stirbt. Shit. Das wird nix. Winchester. Boah. So. Ja, wir finden gleich die Munition. Ich guck kurz, ob hier. Das war perfekt. Ich wusste, dass es da hinten ist. Nee, das war lucky. Der hat gezogen. Come on, wo seid ihr? Schwer. Gelootet haben wir. Aus hier. Parkour. Lol. Der hat gesessen. Goldene Waffen, auch geil, ey. Looten. Looten. Junge, wie geil ist das denn? Now we're even. Half even, Shaky. You still owe me for them morphine pills to calm your nerves. Shaky. Right. You'll get your half. Mori, the dirty fucking snake. Okay, what a team, eh? Come on, then, Johnny. Sogar am Ende noch ganz leicht. Das B ist nicht seins, war. I killed a lot of men for this damn machine gun of yours. I'm sorry I missed all the dramas. You always miss all the drama. There must be cobwebs growing on that holster of yours. Someone's gonna drive the wagon, don't they? Teamwork, Johnny boy. That's my game, not just the glory like you. Oh shit. Woo! Hold him off, Johnny. I'll get you back to McFarlane. Junge, das Data in dem kaum ab mit dem Outfit. Das ist so krank. Und ja, das Zeichen hinten drauf ist Militär. Oh. Das ist wie ein Film, ey, Alter. Matrix in Cowboy-Zeit, Alter. Na, komm noch mehr. Just drive, Irish. You're acting like a schoolgirl. I'm telling you, Irish,
That machine gun had better work after all this. Look out, there's one. Was habe ich da angeschossen? Das Pferd? Mein Fehler, sorry. Oh mein Gott, was ein Snapshot. Hä? Upsi. Jawohl, Junge. Nachladen. Sehr schön, noch einer. Wir klauen halt echt vom Militär, ne? Da hinten das Zeichen. Let's go, come on. Wie weit müssen wir überhaupt? Ah, steht da nicht. Dann gucken wir mal. Boah, ich dachte, da schießt jemand. Boah. Wollte gerade sagen. Bill Williamson's got himself an army. So I guess this is where we part ways, Johnny Marston. Or maybe not, friend. You're gonna be right alongside me when I take on that fort. After all you put me through, it's time you pull the damn trigger for once. Show me what a big, bad killer you really are. Yes, of course. Don't worry, you can count on me. I just hope I don't steal all your glory. Wouldn't be right or proper. Impressive, Marston. We'll have West Dickens's wagon rigged and ready to go soon enough. Die Minigun in die Kutsche von West Dickens. West Dickens geht rein. Oh lol, was habe ich da bekommen? Warte, Erfolg. Zum Sieg angespornt. Absolviere 20 Missionen ohne ein Pferd zu wechseln oder anzubinden. Lol. Okay. Und wir haben hier eine Mission. Nehmen wir mit. Das Ruhm und Kohle. Kostenlos. Aber genau, dann werden wir mit der Kutsche wahrscheinlich drin sein. Tür geht auf, wir klettern rüber oder gehen rein. Und dann auf einmal, zack, Wagen öffnen und dann voll, Alter, komplett Breitseite geben. So, und mach eine. Leider lässt er sich immer Zeit. Und den kann man nicht verschnellern wie die Kühe mit Haar. Das geht leider nicht. Ich habe auch versucht, ihn schon so nach vorne zu drücken, dadurch ist er aber langsamer. So wie jetzt. Und man kann auch nicht vorher sehen, wo er hin will. Weil wenn du zu weit weggehst und die Range ist nicht groß, dann bleibt er stehen und wartet einfach nur. Manchmal kann man auch schon vorher sehen, wo einer ist, aber bringt nichts, wenn der Hund nicht dahin will. Ein ganz, ganz großer Nachteil. So, gehst du runter? Ja. So, wo willst du hin? Geradeaus? Mensch, bist du ein alter Hund. Holy. So, hier durch. Verstehe. Sieht man schon was? Nö. Nicht wirklich. Schnell dadurch. Nichts. Nichts. Wieder nichts. Hm. Kämpft da hinten wieder jemand? Alter, der hat 10 Jahre gebraucht, um sich umzudrehen. Du bist auch einer. Ich sehe da gar nichts. Da auch noch nicht. Hier auch noch nicht. Der will nach da hinten hin. Der läuft mir hier im Kreis. Was ist los hier? Also wirklich. Da ballert jemand, jawohl. Der hat 10 Jahre gebraucht, wieder diese Scheiß... oder das Scheißseil rauszuholen. Ey, mein Gott. Ich drücke hier links, klick, spam, bit, dass er wirft und er macht nichts. Warte, wie lange braucht er wirklich? Warte. Ah, jetzt auf einmal. Warte. Komisch. Warte. Da, warte mal. Das heißt, wenn er so macht... LOL. Das heißt, wenn du vorher spammst, macht er die Animation. Du musst also eigentlich warten, werfen. Du darfst die Animation nicht überspringen, sonst wird es noch schlimmer. Wow. Okay. Dann war es mein Fehler. Oh, das Geld wird mehr. Heftig, Alter. Okay.
Rom ist auch, glaube ich, der Anstieg. Genau, 5. So, hier haben wir nichts mehr. Da müssen wir später nochmal gucken gehen. Oder ich jedenfalls. So, West Dickens, der ist ja irgendwo. Kalifornien, das kann nicht wahr sein. Der ist echt von hier. Nee, doch, von hier oder hier nach dahin gewandert. Alter. Okay, pass auf, dann. Wir gehen... Ist er jetzt hier oben oder da unten? Ich gehe mal hier hin. Teleporten. Das müssen wir jetzt mal aus der Stadt raus. Wo ist mein Pferd? Damit wir teleporten können, brauchen wir natürlich Lagerfeuer. Ich werde nicht bezahlen. Das lohnt sich nicht. Duell! Let's go! I got some time to kill you. Come on, man. Best get this over with and kill you good. Länger kein Duell mehr gehabt. Sehr gut. Cornelius Wolf, ey. Da habe ich schlechter gezogen, merkt man. I'm gonna die, nein. Komm on, Pferd. Hierhin, hierhin. Braucht doch mal ein bisschen. So, ein bisschen raus. Und jetzt können wir, glaube ich, Lager aufstellen. So. Und Teleport. Wobei, saven wir mal. Dann ist schon mal Tag. Das passt dann. Der Zug ist in der Nähe für die Herausforderung. Oh. Ich bleib mal hier oben. Ach so, lol. Bin ich richtig oder muss ich doch nach unten? Die brauche ich. 3 Stück. Wobei 6 Stück für die Herausforderung. Jawohl. Also war er doch unten. So eine Scheiße. Er direkt unter uns. Kann ich ungefährlich runterlaufen? Ja, wir müssen die lange Kurve nehmen. Scheiße. Wo ist hier ein Weg nach unten? Gefühlt nirgendwo. Das ist schlecht. So. Ich hoffe, Pferde nehmen nicht so viel Fallschaden wie wir. Lucky. Weil bei Spielen, wo man sehr schlecht springen kann, ist immer Sturzschaden übertrieben hoch gemacht. Ah, you sure not following me? Nee, tue ich nicht, aber du bist überall, wo du nicht sein solltest. Sam, we meet again. How you doing out here? Why the shouting? Why the dancing? Why the laughter? I hope I... Sieht immer beschissen aus als vorher. My grandfather was a wise man. Aha. Came from the east. He followed a star. That's still me. I'm still following. Still dreaming. Still free. Okay, also ein Vollidiot. We are above. We are above. And we're free. Sam, you really need to come into town with me. You're not doing so well out here. No. See, I was careless, sir. I understand that now, but I will. I will find me my paradise. Im Grab, ja. I will. Come on, Sam. Probably just need a drink. You stay away from me. You stay away. I will find me my California. I will.
Ach du Scheiße, ein Vollidiot, der nicht mal weiß, wo links und rechts ist und sagt, ja, ja, er war schlauer. Am Ende war es wahrscheinlich übertrieben. Tja. Das war nicht das Ende. 100% beim nächsten Mal ist er tot. Oder am Verrecken. Je nachdem, wie oft wir ihn noch begegnen. Ach du Scheiße, der Typ ist so lost. Komplett. Und zwar nicht nur als Jugendspruchwort, sondern wirklich auf Englisch verloren. Alter Schwede. Na gut. So, ist jetzt Gaptooth Breach frei? Da wollen wir hin. Ich teleporte mal hier hin, damit wir genug Abstand haben. Oh, das ist weit entfernt. Geht so. Ja, dann reiten wir hin. Geht sogar schneller, als wenn wir ein Lager aufschlagen, extra irgendwo. Dann reiten wir mal ein bisschen. Vielleicht finden wir ja noch was nebenbei. Pflanzen, was auch immer. Gegner. Begegnungen und so weiter. Boah, die ist ja fast kaputt. Junge. Ein Dynamitstange, alles kaputt. Jetzt müssen wir nach rechts, okay. Ich kürze mal ab. Hier ist man natürlich nicht so schnell, oder? Heftig, dass man so langsamer ist ohne die Straße. Ja, das kann ich. So, mein Freund. Du bestehst nicht die armen Menschen. Du kleiner Ficker. Alter. Irgend mit dicken Rad drüber. Und da komm. Wo ist mein Pferd? 20 Ruhm, not bad. Mein Pferd braucht wieder 10 Jahre. Alter. Hello. Gott. Come on, jetzt aber hoffentlich Bandenversteck freigeschaltet. Bitte. Das wäre echt wichtig. Jawoll. Zu den Verwundeten. Andere Seite. Sehr gut. Oh, wir sind sogar schneller hier drauf. Zählt als Weg. Broken. Hey, der ist verwundet. Them bastards in Gaptooth Breach got my friend, Floyd. Please, mister, you gotta help him. I'm in a bad way. I gotta get to a doctor. We was in the rail house when they jumped us. Maybe he's still around there. Rette Floyd. So, soll ich knallen oder erstmal und... Oh mein Gott, ein Shot. Die Range ist nicht so geil damit. Da hinten läuft er. Haben wir. Du wirst auch auf jeden Fall recken. Halt. Noch einmal. Wo sind die anderen noch? Ich muss kurz mal den looten. Kiste. Respawned. Over here. Der hat geblockt. LOL!
Er hat seine Waffe verloren, nimmt seinen Revolver. Ich muss nicht in die Mine. Okay. Oder doch? So, da oben liegt zwar auch noch einer, aber scheiß auf den. Die Dinger untersuche ich gleich nochmal. I'm truly indebted to you, partner, but don't you worry, because I've got a way to repay that debt. Sons of bitches are hiding treasure in those caves. My friend and I was about to swipe it when they got me. Don't know where he got to. Anyways, if you get us to the mouth of the cave, I can show you where it is on your map. Begib dich zum Mineneingang, okay? Dann, Kumpel, auf geht's. Hier ist noch eine Leiche. Gegner? Noch sehe ich niemanden. Warte, kurz nochmal da reingucken. Ja, Kiste. $15, easy. Da hinten ist was. Hier waren wir schon. Perfekt. Good work, partner. All right, so here's where the treasure's at. You get me there and you get your share. You have my word. Irgendwas stimmt nicht. Wahrscheinlich verrät er uns. Wir killen ihn, dann sagen wir das dem anderen. Double Shot. Button Slide. Schön Beine schießen hier. Nehmen wir Pistol. Wir brauchen Schnelligkeit. Come on. Beides gelootet? Jawohl. Das ist gefährlich. Heilige Mutter. Das tat nicht gut. Da habe ich zu lange gezögert. Komm raus. Weiter. Hier sind wir ja schon geübt. Hier waren wir ja schon mal. Boah, der ist dick. Ich hatte gehofft, ich töte jemanden damit, aber anscheinend nicht. Crazy, Alter. Oh, das gefällt mir nicht, dass da TNT steht. Boah. Oh, shit. Oh, ich dachte, ich wäre tot. Junge. Die explodiert zu viel. Viel zu viel etwas. Springfield-Gewehr. Alter. Nur 4 Schuss. Als den Sniper gefühlt. Ich teste die aus. Da ist der Schatz. Er setzt sich auf die TNT-Truhe. Dein Ernst? Irgendwas stimmt hier nicht. Not bad. Teilen kann ich nicht, freiwillig, okay.
Ich hab's ja gesagt. Junge, wie dumm kann man sein? Okay, wir haben verschiedene Munitionstypen. Repetieren wahrscheinlich Scharfschützen. Gewehr. Weil das Ding hat andere Muni. Genau wie Pistol als Beispiel. Muss nachladen. TNT. Down, alles klar. Was eine Aufgabe. Wir haben das Gewehr bekommen. $300 gespart. Hammer nice. Wenn nicht sogar mehr eigentlich ohne Angebot. Genau, jetzt habe ich alle Bandenverstecke. Erfolg bekommen. Nice. Rom plus 50. Gut. Dann haben wir das fertig. Wir haben das hier fertig. Wir haben auch das hier fertig. Genau. Theoretisch auf der Seite haben wir, glaube ich, bis jetzt, wo wir überhaupt hin können. Also von hier bis dahin alles fertig von Bandenverstecke. Ich kontrolliere das natürlich nochmal, aber ansonsten, da sind wir fertig. Hier ist natürlich der zweite Teil, Mexiko. Mal gucken, wie das sein wird. Und was hier oben ist. Aber das kommt noch alles, deswegen ist das egal. So, Leute, ich würde sagen, das ist ein guter Stopp. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.